Hi und willkommen zurück nach einer etwas längeren Pause, Umbaupause, Designpause, Kreativpause, Streitpause, nee, keine Ahnung, was für eine Pause. Wir spielen Phasmophobia mit Anna, die bereits von einem Geist besessen ist. Und ich mach die Mädels mal an. So. Ich hoffe, es wurde gehört. Nach einer etwas kleineren Verzögerung werden mir Sachen geschickt. Okay, wurde mir nichts geschickt. Da ist Anna. Anna, hörst du mich? Ja, ich höre. Perfekto. Warten wir nur noch auf Rika. Ah, da ist sie. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Du weißt, dass das Schlüssel neben meiner Aufgabe. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Ich kann die Kopfhörer aber nicht nehmen. Musst du dir die denn jetzt auch auf den Kopf setzen? Soll ich sie dir auf den Kopf setzen? Hab ich sie auf den Kopf? Du hast sie auf den Kopf. Ah! Kann anscheinend nicht jede Kopfhörer. Und natürlich eine Taschenlampe und was nehme ich noch? Ja, die Kamera. Ich habe EMF und Geisterbuch. Falls das jemand hört. Ja, wir hören dir zu. Okay. Erik, Ventilator runter. Das Gesuche ist fürchterlich von den Ingame-Lampen. Ja, ich hasse das jedes Mal. Ich hasse aber auch einen dummen Ton. Im Haus, wenn du da reingehst. Ist das nicht dafür sogar gedacht gewesen? Ich habe absichtlich noch nicht Asylum genommen, okay? Das ist nett. Na, so. Meine Taschenlampe geht nicht an, jetzt. Kleine Taschenlampe brennt. Oh Gott. Warum nimmst du die? Ich liebe dich, Anthony. Nein! Knopf. Was? Ja. Das könnte sein, dass ich das vergesse. Was vergisst du? Dass ich nur lokal spreche. Und plötzlich bin ich schwarz. Ich sehe nix. Ich bin blind. Der Geist hat sich schon attackiert. Ja, ich sehe halt gerade gar nichts. Wirklich, mich Richtung Tür? Jetzt. Jetzt, ja, lauf mal weiter. Ja, das ist. Kann ich euch zumindest die Tür aufmachen? Das kann ich auch alleine. Wieso siehst du nix? Ach, bist du wieder im Auto? Warte mal noch, Rika. Ja. Nein, den haben wir automatisch alle. Ach so. Du bist jetzt wieder im Wagen, ne? Ja, ich sehe halt immer noch. Habe ich irgendein Kabel ausgestöpselt? Nett. Ja, so wie sie guckt, sieht das halt aus, als würde sie Doppelkind machen. Trotzdem nicht nett. Was machst du hier so? Ich warte, weil ich nicht rein darf. Läuft das hier? Mhm. Sie ist weg. Wie, sie ist weg? Sie ist aus dem Spiel geflogen. Na super. Und jetzt? Ja, ist eine Runde nur mit uns. Ja, wollen wir dann eben schnell rein ein paar Sachen suchen und oder wollen wir einfach raten? Nö, wir gehen jetzt den Geist suchen. Wir streamen hier.
Wenn ich EMF und das Gästebuch abgelegt habe, gehe ich mit Salz und Räucherstäbchen nochmal rein. Das sind noch Aufgaben. Okay. Ich habe das Thermometer dabei. Ja, ist gut. Ja, ich gehe da mal nach oben, dann guck du mal unten. Ist es nicht sinnvoller, wenn du... Ich habe den EMF-Reader, Schatz. Ich höre doch auch, wenn ein Fall gelöst ist. Da ist wieder jemand. Ja, ich bin jetzt über TS zu hören. Ist wohl irgendwie gerade abgeschmiert. Ja, kenne ich. Ist bei mir ja auch 2-3 Mal heute schon passiert. Also, Honey, es kann auch sein, dass es keine gefüllte Temperatur ist, weil das nicht auf dem Board steht. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wenn das unter 10 Grad ist, das hast du irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden. Ja, aber vielleicht gibt's dies heute keinen Geist. Nein, mit unter jeder 10 Grad. Jeder Raum, oder jedes Mal, wenn der Geist einen Raum besetzt hat, es wird der Raum unter 10 Grad sein. Das ist dann das Anzeichen dafür, dass das der Geisterraum ist. Wenn der egal welcher Geist. Ich dachte, manche machen das nicht. Nee, jeder Geist. Es gibt nur manche Geister, die halt... manche Geister, die halt die Raumtemperatur unter 0 Grad machen. Und dadurch, dass der Erik gerade raus ist, weiß er jetzt schon, welcher Geist es ist. Dann, Erik, dann lass uns das mal sagen. Und dann können wir... schneller. Was? Wieso weiß Erik, welcher Geist es ist? Weil Anna ja rausgeflogen ist. Ach so. Hallo? Ja? Ja. Dreh mich wild im Kreis, um mich nicht zu vertüdeln hier. Wo bist du denn jetzt? Ich muss euch erst wieder beitreten. Nee, ich meinte Jens. Der redet nicht. Wolltest du jetzt, dass Erik dir das verrät und wir dann gehen, oder? Ja, so, ja, genau, weil dann könnte Anna wieder mitspielen. Ja, Anna, du verratst doch mal. Was? Ich will das verraten? Ja, sag mal. Ein Phantom war's. Okay, dann geht da raus, Phantom auswählen und gut. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Es ist jetzt auch immer noch witzig, dass ich Eriks Lachen halt versetzt höre, weil ich euch über den Teamspeak und er euch über den Stream hört. So, Phantom. Phantom! So, hast du eingestellt? Nee. Moment. Und Chat, wie geht's euch? Wart ihr heute arbeiten? Gut. Bitte in den Chat. Ich möchte Chat-Interaktion. Die Chat-Nachrichten bringen nämlich auch was für die Twitch-Statistik. Ja. Ich mach zu. Danke dir. Oh, und Spannung steigt. Ach, ihr wart heute arbeiten. Ein Phantom, $10. Also, wir sind doch alle drin. Nein, ich muss hinzufügen. Achso, hinzufügen. Ja. Moment. Ja, ich muss erst mal den Job auswählen. Bin ich nicht. Was habe ich jetzt gewählt? Farmhaus auf Profi? Nein. Warum nicht? Können wir erstmal fortgeschritten machen, bevor wir auf Profi gehen? Ach. Dann machen wir fortgeschritten. Danke. Ach. Wir hätten, auch Highschool auf Anfänger. Nee. Highschool ist groß. Erstmal was Kleines. Du meinst Farmhaus auf Profi? Ja. Ja, aha. Du willst heute nicht schlafen, ne? Du, ich bin gestern auch eingeschlafen. Um was? Das ist weggebrochen. 4 Uhr nachts. Warum? Oh Gott. Zwei Gründe zu unterhalten. Mit Erik oder mit coolen Leuten? Erik gehört zu den. Das
das abgeschnitten war. Ja. Erik hat hier so einen Podcast, der ist cool. Echt, die Idee? Echt, Erik hat einen eigenen Podcast? Nee, er annektiert Podcasts. So, ich lasse die Folge natürlich laufen. Das ist alles Comedy-Gold. Gott, Anna, erschreck mich nicht so. Weil du deine Hüfte auch so merkwürdig bewegst. Seht ihr, dass ich nicht zur Seite drehe? Ja, das sieht man. Vor allem der Ring vor dir ist immer sehr lustig. Der sieht aus wie dieser Wii Fit Ring. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. So, dann probieren wir es noch einmal. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Was ist denn passiert? Bist du auf ein Kabel getreten oder so? Ich? Nö. Ja, ist ja gut. Mein Gott, wir sind immer im Aufbaumodus. Immer muss der Chat mit mir schimpfen. Und eine Kopfkamera. Was haben wir denn jetzt zu tun? Also, erkennen Sie, bla bla. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geist-Events werden. Der Geist heißt Michael Miller. Sieht aus, als wäre der Name. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist, zu antworten. Okay. Rika, du kannst reden, ne? Ja. Ja, wäre nett, wenn du dich unterhältst mit uns so ein bisschen. Ach so, nee, du hast doch gerade. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Anna, Kopfkamera. Ah. Ich muss gerade denken, weil ich nicht mehr weiß, wie die Steuerung ging. Nee, ich habe das schon wieder rausbekommen, aber ich musste mich jetzt hier erstmal wieder eingucken. Also ich habe quasi dasselbe mit wie in der vorherigen Runde. Okay. Ich quasi auch. Ich nehme jetzt noch das lila Licht mit. UV-Licht nennt man das, mein Schatz. Lila Licht. Das habe ich auch. So, das habe ich als Knicklicht. Ich... Ha, jetzt. Ja, ich schau dir zu, warte. Jetzt hast du sie auch. So, dann probier mal jetzt zur Tür zu kommen. Komm. Was denn? Ich will nicht im Weg stehen, wenn sie kommt. Welche ist die Attraktion hier? Ja, du bist wie so ein Zombie. Besser als der Geist. Hast du schon erklärt, warum sie so komisch läuft? Ja, ja, für die Zuschauer? Ja, ich habe gesagt, das ist eine Beta-Folge. Der Sachen getestet werden. Ich gehe nach oben. Jo. Wir hatten das Thermometer. Ich habe. Denk dran, es gibt keine 5 Minuten oder 2 Minuten Zeit mehr, ne? Der könnte direkt loslegen. Okay. Wir mussten dreckiges Wasser fotografieren, ne? Ja, das muss er erst anmachen. Nee, das muss ich anmachen. Nee, das macht er an. Gib uns ein Zeichen. Oh, da hat eine Tür geplaut. Das kann auch ich gewesen sein. Nein, ich bin nur so blöd, die Türen aufzumachen. Brauchst du jetzt betreutes Gehen? Geht's aus?
Wer hat denn das Thermometer? Ich hab das. Ah, okay. Gib uns ein Zeichen. Da ist die Voodoo-Puppe. Wenigstens siehst du, du machst... War da ein Korb schon immer? Hier war Rika, glaube ich, schon. Du machst wenigstens die Immersion nicht kaputt. Du gibst einem das Gefühl, du hättest Angst. Okay, immerhin etwas. Ist hier was? Bis jetzt merke ich nichts. Geh mal auf den Dachboden. Oh Gott, Anna, ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Hier ist auch nichts. Und jetzt erschrecke ich mich gerade über meine Kaninchen. Ja, vielen Dank auch. Scheiße. Wir haben jetzt keine Gefriertemperatur in keinem Raum, oder wie? Wir haben jetzt keinen Raum mit unter 10 Grad. Na toll, wir haben keinen Geist. Der Geist ist weg. Wie heißt der Geist nochmal? Oh, I haunted! Wer hatte die glorreiche Idee, Probe zu nehmen? Ist Anna tot? Ich weiß es nicht. Wer war mit mir im Raum? Mein Gott. Ich bin hier oben auf dem Dachboden. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Anna, wo bist du? Also der EMF hat nicht... Ich bin hier unter der Dachboden drin. Der Haunted! Der Haunted! Der Haunted! Fuck, der ist bei mir irgendwo. Der ist hier oben. Ich hab ihn gehört. Nicht so schreien. Ah, doch. Das ist so furchtbar. Also, EMF ist nicht ausgeschlagen. Ich glaube, das kannst du hier vergessen. Anna, bist du tot? Nee, Anna steht hier. Anna ist hier bei mir. Weil sie nichts sagt. Ich leg mal oben das Geisterbuch hin. Ich glaube, der ist oben. Also, ich habe auf jeden Fall was gehört. Der war auf jeden Fall bei mir. Also ich war ja gerade oben auf dem Dachboden, wo das war. Alter Schwede. Er handelt. Oh, nicht schon wieder.
mal beide raus, ihr seid bei Null. Ja. Ich habe das Geisterbuch irgendwie oben nicht ablehnen können. Ich muss gleich nochmal gucken. Wer wollte auf Profi? Anna. Oh, ich komme hier schon wieder aus dieser scheiß Tür nicht raus, ey. Ja, zwei Profis am Werk. Danke, Anna. Euch hat komplett das Hirn zermadert, mir aber auch. Ja, ich habe den ja auch noch gehört. Habe ich jetzt was genommen? Ist das jetzt wieder besser? Sache ist, er hat bei der ersten... Er hat es schon wieder, oder? Nee, gerade nichts. Bei der ersten Hand war er direkt hinter... Hab schon sein... gehört und... Ja, genau, bei mir auch. Ist direkt hinter mir gewesen. Ja. Ich hatte nur mal kurz 10 Grad, aber eigentlich könnte das schon ein Hinweis sein. Es gibt noch einen Geist, der hart auf... den Verstand ballert. Ich hatte halt auch unter 10 Grad hatte ich einfach. Oh, ja, ich hatte es auch mal ganz kurz, da wo ich mich versteckt hatte, aber ich glaube, es ist ein Jurei. Jureis haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Willst du trotzdem hier Bewegungssensor und so mal anbringen, oder? Nein. So wie Wieso? Der Geist gerade drauf ist. Willst du jetzt wieder fahren, oder was? Wir werden... Ihr geh rein, viel Spaß. Ich geb dir sogar 2 Pillen. Ich hab schon 2 genommen. Ja, dann würde ich sagen, Anna, Rika erledigt das da drin alles, ne? Machen wir. Das finde ich gut. Wir können das ja beobachten hier. Wir koordinieren ein bisschen. Naja, aber ich will zumindest irgendwie wenigstens mal das Geisterbuch hinlegen und irgendwie was. Das also... Er macht das. Weißt was du was? Du kannst du gerne machen. Aber an sich willst du es nicht. Nein, an sich will ich es nicht, nein. Ist das drin? Aber ist das nicht Sinn und Zweck des Spiels, die Aufgaben zu erledigen? Ja. Ja. Das ist ja völlig drin. Kannst du ja machen. Wie viel Prozent habe ich denn? Du hast jetzt 80. Ja. Der hat so Soll schnell ich... unseren Verstand da rausgeballert. Ich weiß. Soll ich es einmal nochmal kurz? Geist so ausgucken. Ja, wieso? Sie hat ja ihre Kopfkamera. Stimmt, darüber kann man es ja noch was war nochmal an dem dreckiges Wasser hätte ich fotografieren sollen, ne? Na, das Waschbecken suche ich jetzt aber nicht. Wo ist denn der. Was ist denn der Bewegungssensor hiervon? Der hier? Deine Hände. Honey? Der Bewegungssensor ist das hier. Das blaue. Das schwarze. Ja, das mit den 2 Limplein. Das. Warte, ich nehme es auf. Das hier. Ja. Gut. Dann gehe ich mal. Komm, das schauen wir uns jetzt an. Das wird lustig. Ja. Wir haben dich gewarnt, ne? Wir würden jetzt einfach Jurei auswählen. Ihr habt keinerlei Hinweis. Außer die eine Sache. Dass du auf deinen Verstand nicht aufpasst, das wissen wir. Ja, ja, genau. Ein Irrer kann einen Irren nichts mehr anhaben. Weil du bist so... Scheiße! Kann ich noch nicht mal mit ihr kommunizieren, weil ich halt ja sprechen müsste, aber sie können dann. Geh hinten in die Ecke und guck zur Tür. Zur Tür, nicht zum Spiegel. Ist die Tür! Erst so, ob sie mir da.
Er hat aufgehört. Okay. Guck mal, du bist jetzt nur noch bei 66%. Hier liegt ein Knochen. Ja, ich weiß. Der hat hier 14%. Guck mal, der hat sich mal angekündigt. Der war abrupt bei 10. Ja, ich weiß. Und jetzt. Scheiße! War der vor der ganzen Zeit halt auf 10. Jetzt wieder komplett auf. Ja, danke. Oh nein, nicht schon wieder! Ja. Ich komm gleich raus. Fuck, meine Kaninchen machen das auch nicht besser gerade. Nicht reden. Tür zu. Da war er gerade. Oh, da war er. Mm-mm. Ja. Der ist gerade an dir vorbeigekommen. Der scheint es aber auch, glaube ich. Nee, der handelt noch. Mm. Ja, jetzt. Komm raus. Ja. Ich lasse es. Ich brauch das jetzt nicht mehr. Ach, warum nicht? Weil ich gar nicht... Wir wetten, dass der Geist nochmal handelt, bevor sie das Haus verlassen hat. Weißt du, wettest dafür oder dagegen? Dafür. Ja, das Problem ist halt einfach, ich komme ja noch nicht mal bis dahin, wo ich hin will. Nein. Nicht mehr raus! Dieses scheiß Ding. Das weiß ich doch, aber es tut. Lass sie doch jetzt offen. Ich komme nicht raus. Siehst du, dass ich hier irgendwie rauskomme? Siehst du? Da, danke. Ey, ich war nur im Flur und der hat sofort gehauntet. Was habt ihr? Wir haben dir zugeguckt. Ja, was habt ihr denn jetzt eingestellt? Juray oder was? Ja. So. Aber dafür haben wir eine Sache erlebt. Lasst jemand Zeuge eines Sky Savings werden. Ich bin stolz auf dich. Ja, ne, das hat mich meine Aufgabe erfüllt. Ich hab mein Bestes gegeben. Und mein Leben fast verloren. Anna, wie ist es denn in VR jetzt? So die erste halbe Stunde mal richtig. Welcome back. Das war ein Dämon. Ha! Siehste? Bist du denn so laut? Weißt du, es ist auch total hilfreich, wenn die Kaninchen sich anhören, als ob die gegen eine Tür klopfen, während er hauntet. Das ist total hilfreich. Ghost Beach. Mhm. Aber jetzt nochmal, Anna, wie ist es denn? Sie redet wieder nicht mit mir. Doch, ich höre Anna. Ich nicht. Wieso hörst du Anna nicht? Ich sehe nämlich nur mit den Armen komisch wackeln. Also ich kann Anna hören, klar und deutlich. Ah. Da. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Ach, wunderbar. Ja. Bam. Ich mach mal zurück. So, wähle einen Job. Wir hätten Roadhouse für Anfänger. Farmhouse für Anfänger. Asylum für Fortgeschrittene und Brownston High School für Fortgeschrittene. Ja, dann nimm doch erstmal was Kleines, oder? Wir müssen jetzt erstmal hier mal irgendeinen Erfolg sammeln. So was Großes bringt dir jetzt nichts. So, ich hab Roadhouse gesagt. Mhm. Macht ihr bereit? Weil dann würde ich jetzt gleich das Video kurz beenden. Ich hab. In der Ladezeit und dann. Da. So, dann mach ich euch.
Mute. So, dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht und ob der Geist wieder so scheiße sein wird. Bis dann.